Ja, wir sind ja am Stand von Bézier Games. Ted Alsbach, den kennt ihr alle. Wir hatten ihn auch schon mal im Livestream letztes Jahr. Letztes Jahr mit Favor of the Pharaoh. Er hat das großartige Castles of Mad King Ludwig gemacht und One Night Ultimate Werewolf. Und hier steht seine nächste Neuheit. Die hat er nicht ganz alleine gemacht, sondern mit Unterstützung von Hoyo und Nakatsu, zwei japanischen Designern, behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist noch nicht ganz fertig. Es wird in Essen auf der Spiel dann Premiere zum Verkauf haben. Das Spiel heißt Colony und entführt uns in eine ferne Zukunft. Er hat gesagt, es ist die Nano-Apokalypse, die sich ereignet hat. Und irgendwie, ja, wir bauen eine Kolonie, wie der Titel schon hergibt. Und das funktioniert folgendermaßen. Jeder hat hier so ein paar Startkarten. Wir sehen auch hier, es ist auch ein siegpunktorientiertes Spiel. Also je nachdem, mit wie vielen Spielern wir spielen, geht es halt darum, wer hat zuerst diese Siegpunkte erreicht. Vier Spieler spielen zum Beispiel 15 Siegpunkte. Und die Siegpunkte wären diese orangenen Sachen hier. Also wie gesagt, ist noch ein sehr fortgeschrittener Prototyp, aber es ist eben noch nicht ganz final, was wir hier sehen. So, der Gag ist, wir haben natürlich alle Gebäude. Ich werde jetzt hier drei Würfel nehmen. Ich würfel die. Nehmen wir einen davon raus und Hunter wird gleich begeistert aufschreien, denn es ist Dice Drafting. Ich gebe die anderen beiden Würfel weiter und die anderen Spieler haben natürlich auch gewürfelt, also würde ich wahrscheinlich von meinem Spieler links eben auch zwei Würfel kriegen, such da einen aus und so weiter. Ich habe hier ein Warenhaus, da kann ich quasi bis zu 6 dieser Würfel aufheben. Also ich hätte jetzt meinen Würfel hier eben platziert, weil mit einer 5 alleine kann ich natürlich eigentlich noch nichts machen. Ich brauche andere Zahlenwerte, um mir wirklich Gebäude zu kaufen. Man sieht hier so ein Gebäude, da braucht man schon 3 Fünfer und eine 2. Oder auch um hier meine eigenen, das hier zum Beispiel zu aktivieren, brauche ich wirklich eine Straße, 1, 2, 3, 4. Das Schöne ist, das ist auch ein sehr interessanter Effekt, den ich noch vorstellen wollte. Dieses 2.0 heißt, man tut eine Karte updaten, weil alle Karten in diesem Spiel haben tatsächlich eine Upgrade-Seite mit einem stärkeren Effekt. Da kann ich dann mit einer kürzeren Straße andere Karten updaten, wenn ich das geupdatet habe. Oder wenn ich zum Beispiel mein Warenlager update, hat es Platz für 9 Slots statt für 2. Und so hat natürlich jede Karte eine eigene Fähigkeit. Zum Beispiel hier kann ich einfach 2 gleiche Augen, also ich habe zum Beispiel 2 Einzel gewürfelt, die tatsächlich sehr schwach sind und nicht viel bringen, aber 2 gleiche Würfel kann ich in einen beliebigen anderen Würfel verwandeln. Jetzt gibt es noch eine interessante Mechanik, das sieht man zum Beispiel an den Karten hier. Wenn ich so eine kaufe, dann kriege ich halt hier so ein, könnte ich jede Runde eine 3 haben, aber man sieht, es ist nicht weiß, es ist so grau. Das sind Würfel, die darf ich nicht in mein Warenhaus, in mein Warenlager legen. Das heißt, ich habe vielleicht irgendwie geschafft, mir 2 graue Würfel noch extra zu holen über meine Karten und habe dann das hier als Pool. Aber die beiden muss ich auf jeden Fall verwenden, wenn ich was mitmachen will. Die darf ich nicht lagern. Jetzt suche ich mir vielleicht noch die 4 hier raus und gebe eben die anderen weiter. Und das ist irgendwie, ist es jetzt ein permanenter Würfel oder nur ein temporärer Würfel? Ist irgendwie ein ganz nettes Element, weil ich dann nämlich auch, um nochmal auf den Effekt zurückzukommen, könnte ich jetzt natürlich, ich hätte das Glück gehabt und irgendwie mit diesen temporären Würfeln 2 gleiche Augen gewürfelt, dann kann ich die in einen permanenten Würfel verwandeln wieder mit dem Effekt und den dann natürlich ins Lagerhaus legen. Und ja, man kann tatsächlich bis zu 3 von diesen Würfeln in seinem Zug haben, also könnte man es dann auch eben auch schaffen, wirklich mit 6 Würfeln zu würfeln. Das gehört jetzt alles mir und die beiden gebe ich natürlich wie gehabt weiter. Das ist im Prinzip schon fast alles. Das Schöne ist, nur das hier sind die Standardkarten. Also nochmal eine Sache hier vielleicht. Reiner Siegpunktgenerator, der Fallout Shelter. Je mehr man davon hat, desto mehr Siegpunkte oder je mehr abgedatete Shelter man hat, dann hauen die nochmal wirklich. Also wenn man das sieht, wenn da hat man das Spiel eigentlich schon gewonnen. Wenn man hier einfach 4 solche geupdateten Shelter baut, hat man schon die geforderte Siegpunktanzahl. Also das sind die Karten, die es wirklich immer gibt. Hier unten in der zweiten Reihe sind allerdings schon Karten, die nicht bei jeder Partie dabei sind. Also ein kleines bisschen Dominion Flair mit vorgeschlagenen Karten-Setups. Aber natürlich kann man dann auch zufällig die Karten wählen. Und das sieht man mal, daher komme ich auch auf die Analogie des Dominion. Also auch hier gibt es einfach diesen, ja, schönen Schachteleinsatz und man sieht jede Menge Karten, die jetzt in der Partie noch gar nicht ausliegen, die ich im Detail auch noch nicht kenne. Und ja, die schauen wir uns dann an, wenn Colony auf der Spiel im Oktober erscheint.